Willkommen zu Bahn-News. Österreich. Semmering-Basistunnel. Umbau des Bahnhofs Mürzzuschlag läuft. Um die neue Bahnstrecke durch den Semmering-Basistunnel im Bahnhofsbereich Mürzzuschlag zukünftig einbinden zu können, müssen die Gleisanlagen ergänzt, erneuert oder umgeändert werden und das alles natürlich ohne den Bahnbetrieb erheblich zu stören. Ab 2027 trifft hier schließlich die bestehende Semmeringbahn, die im niederösterreichischen Glocknitz abzweigt, wieder auf die Strecke des neuen Semmering-Basistunnels. Dafür sind Konstruktionen wie ein sogenanntes Wannenbauwerk oder Entwässerungsanlagen notwendig, aber auch der Oberbau muss erneuert werden, also Schotter, Schwellen, Gleise und Weichen, damit die Züge schnell in den Bahnhofsbereich ein- und wieder ausfahren können. Der rund 27 Kilometer lange Semmering-Basistunnel zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag bringt mehr Reisequalität für die Fahrgäste und erhöht die Leistungsfähigkeit des Schienengüterverkehrs deutlich. Nach seiner Fertigstellung reisen Fahrgäste umweltfreundlich und sicher mit der Bahn in weniger als 2 Stunden von Wien nach Graz. ÖBB verdoppeln Kapazität der rollenden Landstraße. Die rollende Landstraße, kurz RoLa, ist bereits seit Jahren ein wirksames Mittel zur Verringerung der Verkehrsbelastung der Bevölkerung im Bundesland Tirol. Sie steht auch in der aktuellen Situation, also der teilweisen Fahrverbote in Tirol, als Beitrag zur Lösung zur Verfügung. Die Kapazitäten werden dafür stufenweise erhöht. Ganz konkret bieten die ÖBB seit Jahresbeginn 46 Züge täglich auf der Brennerachse, davon 42 zwischen Wörgl und dem Brenner und Retour. Das sind 6 Züge mehr als im Jahr 2019. In LKWs ausgedrückt steht seit Jahresbeginn eine Kapazität von 25.000 LKW pro Jahr auf der rollenden Landstraße auf der Brennerachse zur Verfügung. Im Laufe des Jahres wird diese auf 400.000 LKW pro Jahr gesteigert. Das bedeutet letztendlich eine Verdoppelung der aktuellen Kapazitäten. Damit kann der erwartete Verlagerungsbedarf an LKW auf die Schiene aufgenommen und umweltfreundlich durch Tirol transportiert werden. Deutschland. DB baut Intercity-Flotte aus. Die Deutsche Bahn bringt zusätzliche Fernverkehrszüge auf die Schiene. 17 Doppelstockzüge des Herstellers Stadler verstärken kurzfristig die bestehende Intercity-Flotte. Bereits am 8. März kommen die ersten 9 elektrischen Triebzüge auf der neuen Intercity-Linie Rostock-Berlin-Dresden zum Einsatz. Die DB übernimmt die Fahrzeuge von der Westbahn, ich habe darüber ja bereits einige Male berichtet. Ein detaillierteres Video zu diesen Zügen gibt es auf diesem Kanal voraussichtlich bereits im März. Um nichts zu verpassen, abonniert mich doch gerne. Deutsche Bahn plant in 2020 25.000 Einstellungen. Die Einstellungsoffensive im Sinne von Personal geht weiter. Die Bahn will in diesem Jahr rund 25.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Darunter sind 4.700 Nachwuchskräfte. Im Rahmen ihrer Strategie Starke Schiene holt die DB in den kommenden Jahren rund 100.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Bord. In Zeiten von konjunktureller Schwäche bauen andere Unternehmen Stellen ab, die Bahn allerdings baut Arbeitsplätze auf, ist ja schließlich auch ein Beruf mit Zukunft. 500 verschiedene Berufsbilder gibt es im Konzern, außerdem 50 Ausbildungsberufe. Die meisten Mitarbeiter werden derzeit in den Berufsgruppen Fahrweginstandhalter, Lokführer, Fahrdienstleiter sowie Bauprojektüberwacher gesucht. Natürlich bezieht sich dies auf Menschen jeglichen Geschlechts. Neue Batteriezüge für Mittelsachsen. Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Niedersachsen hat auf ihrer vergangenen Sitzung die Beauftragung zur Anschaffung 11 neuer Batteriezüge des Typs Coradia Continental von Alstom beschlossen. Ab Dezember 2023 soll der Einsatz der modernen und umweltfreundlichen Züge auf der Strecke Chemnitz-Leipzig erfolgen. Damit fahren diese Züge bereits 5 Jahre vor der geplanten Elektrifizierung dieser Bahnstrecke. Diese soll laut Bund und DB bis 2028 abgeschlossen sein. Die neuen Fahrzeuge verfügen über 150 Sitzplätze, sind klimatisiert und barrierefrei.
An allen Plätzen befinden sich Tische mit Steckdosen. 6 Fahrräder pro Fahrzeug können mitgenommen werden. Jeder Zug verfügt über 9 Sitzplätze in der ersten Klasse. Die Fahrten erfolgen tagsüber in Doppeltraktion. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Damit verkürzen sich auch die Fahrzeiten deutlich. Mehr Anschlüsse in Leipzig und Chemnitz können somit erreicht werden. Die Züge werden in den Bahnhöfen Chemnitz und Leipzig über Stromabnehmer an der normalen Oberleitung aufgeladen, wie auch der ÖBB CityJet Eco. Sobald die Strecke Chemnitz-Leipzig ausgebaut und vollständig elektrifiziert ist, wird die Versorgung des Zuges mit der Hochleistungsbatterie überflüssig. Die Züge fahren dann nur mit Stromabnehmern. Siemens Mobility baut Regionalzüge für die Lausitz. Wir bleiben bei Zugbestellungen. Die DB Regio hat bei Siemens 18 dreiteilige Mireo-Züge für den Einsatz im Netz Lausitz in Brandenburg und Sachsen bestellt. Der Vertrag wurde am 13. Februar von der DB Regio und Siemens unterzeichnet. Die neuen dreiteiligen Mireo-Züge von Siemens verfügen über 180 Sitzplätze, die erhöhten Komfort und barrierefreies Reisen möglich machen. Die Bestellung der Fahrzeuge umfasst ein hohes Ausstattungsniveau mit WLAN, Ladestellen für E-Bikes, energiesparende Leuchten, Steckdosen mit integrierten USB-Ladestellen, induktiven Lademöglichkeiten an den Tischen und einem Erste-Klasse-Bereich. Die neuen Mireo-Züge werden 4,3 Millionen Zugkilometer im Jahr zurücklegen und das auf den folgenden Linien: RB11 von Frankfurt an der Oder nach Falkenberg an der Elster, RB49 von Cottbus nach Falkenberg an der Elster, RE10 von Frankfurt an der Oder nach Leipzig Hauptbahnhof, RE10V von Cottbus nach Leipzig Hauptbahnhof sowie die Linie des RE13 von Cottbus nach Elsterwerder. Siemens baut die 18 Züge im Werk Krefeld. Es ist geplant, die Mireos ab Herbst 2022 auszuliefern. Die Inbetriebnahme findet laut Siemens dann zwischen Oktober 2021 und November 2022 statt. Die Betriebsaufnahme ist dann für Ende 2022 geplant. Vielleicht gibt es ja bereits etwas früher ein Video von mir über den Mireo, der bald im Rheintal verkehren wird. Alstom kauft Bombardier Rail. Der französische Bahnhersteller Alstom will die in Berlin ansässige Zugsparte des angeschlagenen kanadischen Rivalen Bombardier übernehmen, wie Alstom und Bombardier kürzlich mitteilten. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden. Der Wert dieses Deals liegt bei rund 7,5 Milliarden Euro. Der Abschluss des Vertrags und die tatsächliche Übernahme durch Alstom prognostiziert Bombardier für das erste Halbjahr 2021. Was sich dadurch alles verändert, ist erst zum Teil klar. Ein detailliertes Video meinerseits zu diesem Thema ist geplant. Schweiz. Neues Angebot von TGV Lyria stark nachgefragt. Seit dem Streikende in Frankreich Ende Januar nutzen die Reisenden das Angebot des Lyria 2020 rege. Dieses ist seit dem 22. Januar ab Basel, Zürich, Genf und Lausanne in seinem ganzen Umfang verfügbar. Die Ergebnisse spiegeln den großen Zuspruch wider, verzeichnet TGV Lyria dort eine Verkehrszunahme von 15% seit eben diesem 20. Januar. Daher in den ersten Tagen des Vollbetriebs mit dem Angebot TGV Lyria 2020 im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode. Das neue Angebot Lyria 2020 bringt folgende Verbesserungen: Eine komplett erneuerte Flotte. 15 Doppelstockzüge mit je 507 Sitzplätzen neu und komplett renoviert. Eine durchschnittliche Erhöhung des Sitzplatzangebots um 30% pro Tag zwischen Basel, Zürich, Genf, Lausanne und Paris, daher 4500 zusätzliche Sitzplätze pro Tag. Identische Fahrpläne von Montag bis Sonntag und Taktfahrpläne, zum Beispiel alle 2 Stunden ein Zug Genf-Paris. Mehr Verbindungen täglich. 8 Hin- und Rückfahrten Genf-Paris, 6 Hin- und Rückfahrten Lausanne-Paris und ebenfalls 6 Hin- und Rückfahrten Zürich-Basel-Paris täglich.
kostenloses WLAN für alle Reisenden, mehr Tickets zu attraktiven Preisen, unter 57 Franken für die einfache Fahrt in der Klasse Standard kosten diese Tickets. Die Tarife sind bei der Hälfte der Züge bis einen Monat vor dem Reisedatum und bei einigen Zügen bis wenige Tage vor der Abreise erhältlich. SBB ICN-Neigezüge werden umfassend modernisiert. Es wird die größte Fahrzeugmodernisierung in der Geschichte des SBB-Fernverkehrs. Die 44 Intercity-Neigezüge werden nach je 6 Millionen gefahrenen Kilometern von Grund auf erneuert. Die Arbeiten sind zwischen 2021 und 2029 in einem Werk der SBB geplant. Von einem komplett neuen Innendesign über besseren Mobilfunkempfang bis zum zeitgemäßen Kundeninformationssystem. Mit einer Investitionssumme von über 400 Millionen Franken plant die SBB die größte Fahrzeugmodernisierung in der Geschichte des Fernverkehrs. Die 44 ICN-Züge haben mittlerweile im Schnitt knapp 6 Millionen Kilometer auf dem Tacho und sind somit in der Mitte ihres Lebenszyklus angelangt. Sie werden modernisiert für ca. 20 weitere Betriebsjahre. Dies verbessert den Komfort. Vorgesehen sind insbesondere zahlreiche Erneuerungen im Fahrgastraum. Dazu zählen ein überarbeitetes Lichtkonzept, Neupolsterung und Neubezug der Sitze, neue Teppiche und Seitenwandtische mit integrierten Steckdosen, die Aufwertung des Restaurants sowie die Neugestaltung der Familienzone. In der Businesszone werden die bestehenden Tische durch neue ersetzt. Zahlreiche Elemente übernimmt die SBB von der IC 2000 Flotte, die seit einigen Monaten erneuert wird. Die SBB passt die Fahrzeuge außerdem, wo nötig und möglich, den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes an. Das war's mit dieser recht ausführlichen Folge Bahn-News für diesen Monat. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis nächste Woche.